بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Der Prophet عليه الصلاة والسلام, als er die Botschaft bekommen hat, wie wir schon erwähnt haben, die erste Offenbarung in der Höhle Hira durch den Engel Jibril عليه السلام, ist er zu Khadija gegangen und Khadija ist mit ihm zu Waraka bin Nawfal gegangen und Waraka bin Nawfal hat ihm diese goldene Regel gegeben, die man immer, immer wieder wiederholen muss, insbesondere in der heutigen Zeit, wo leider einige Jugendliche zu passiven Muslimen erzogen werden. Ja? Und zu Muslimen erzogen werden, die nicht bereit sind, etwas auf diesem Weg zu opfern. Er sagte, wäre ich nur jung, würde ich doch nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Der Prophet, man muss sich das vorstellen. Der Prophet a.s. redet mit Warraq ibn Nawfal einige wenige Minuten und schildert ihm, was in der Höhle passiert ist. Dass der Engel, dass jemand kam, ja, den er nicht kannte, der ihn gepackt hat, ja, dreimal ihn runtergelassen hat und am Ende ihm einige Worte offenbart hat. Und Warraq ibn Nawfal wusste, das war der Engel Jibril, das war Namus, der das Geheimnis von Allah hütet, durch die Geschichten, die er vorher von den Propheten gehört hat. Daraus lernen wir, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen müssen. An erster Linie mit der Geschichte des Propheten, in zweiter Linie mit den Geschichten der anderen Propheten, alayhim salatu wassalam, an dritter Stelle die Geschichte der Sahaba, an vierter Stelle andere Geschichten. Warum? Weil die Geschichte ist das Studieren der Vergangenheit, um auf die Zukunft und Gegenwart vorbereitet zu sein. Denn wenn man die Geschichte studiert, ist es so, dass wenn die Umstände und die einwirkenden Faktoren gleich sind, sich die Geschichte normalerweise wiederholt. Deswegen sagte Warraq ibn Nawfal, der ein Gelehrter praktisch oder jemand war, der sich auskannte mit den Geschichten der Propheten, das war der Namus, das war der große Engel, ja, das war Jibril, sinngemäß. Würde ich nur jung sein, würde ich nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Das sagt er zu Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ja, ibn Hashim. Zu einem von Banu Hashim, der mit Banu Makhzum, der gewaltigste Stamm in Mekka. Deswegen sagt der Prophet, Amukhrijiyahum, werden sie mich vertreiben. Das heißt, der Mensch, der am beliebtesten ist, der 5 Jahre vorher noch den schwarzen Stein von allen ausgewählten in Mekka an seine Stelle setzen konnte, zu ihm sagte, du wirst vertrieben werden. Er sagt, werden sie mich vertreiben? Dann sagt Warraq ibn Nawfal, nicht vielleicht, eventuell 90%, 80%. Er sagt, ja. Das heißt 100%. Das passiert. Das passiert. Naam. Ja. Kein Zweifel. Warum? Was ist jetzt sein Beweis? Lam ya'ti rajul bimithli ma ji'ta bi qat illa udiya. Niemals ist jemand mit dieser Botschaft gekommen, außer dass er angefeindet wurde. Wa in yudrikni yawmuka hadha. Und wenn mich dein Tag erreicht, das heißt, wenn ich diesen Tag erlebe, Ansuruka Nasrin Mu'azzara, dann werde ich dir mit starker Kraft zur Seite stehen und dir helfen. Was lernen wir hieraus? Erstmal, das heißt, wenn wir mit der Botschaft des Propheten kommen, werden wir auch bekämpft werden. Und das ist etwas, womit man die Jugend in der Dauer vorbereiten muss. Und leider gibt es heutzutage einige Leute, die der Jugend beibringen, wenn du die Dawa richtig machst, dann wirst du in Ruhe gelassen und dann sind sie alle mit dir zufrieden. Das ist ein Verbrechen. Dadurch bringst du die Leute zum Einbrechen, wenn es zu der Bekämpfung kommt, die dazu führt, dass der Sieg des Islams kommt. Denn der Sieg des Islams kommt erst nach der Bekämpfung. Allah sagt im Koran, in Sure 6, Vers 54. وَلَكَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Hier.
Das stellt jetzt diese Bekämpfung dar. Die Bekämpfung dar, von der Waraka bin Nawfil geredet hat. Fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu. Und sie sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Bis wann? Was kam danach? Hatta ata'u nasruna. Bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Wala mubaddila li kalimatillah. Niemand kann die Worte Allahs verändern. Das heißt, das ist der Weg. Allah sagt im Koran, in Surah 8, Vers 36, Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha. Thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun. In Surah 8, Vers 36, wahrlich, ja, diejenigen, die den Glauben verweigern, also den Glauben an den Islam verweigern, werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Das heißt, die werden den Islam bekämpfen. Und die werden es ausgeben, nochmal bestätigen. Das heißt, sei darauf vorbereitet, das wird passieren. Und was wird dann passieren? Ja, ich lese das mal vor, wie er das hier übersetzt. Dann wird es für sie, ja, hier, sie werden es ausgeben, dann aber werden sie darüber jammern. Das heißt, die werden darüber jammern, dass sie es ausgegeben haben. Warum? Weil es nichts genutzt hat. Und dann werden sie besiegt werden. Thumme yughlabun. Dann werden sie besiegt werden. Und die Ungläubigen, die Glaubensverweigerer, werden in Jahannam versammelt werden. Aber wann kam das? Erst nachdem sie den Islam bekämpft haben. Das heißt, Waraka bin Nawfil gibt hier eine goldene Regel, an die wir zu denken haben. Und Allah hat das bestimmt, dass das sofort am Anfang passiert, um den Propheten vorzubereiten. Und wir müssen uns so vorbereiten mit der Sira, wie der Prophet vorbereitet wurde, a.s. Waraka bin Nawfil starb kurze Zeit später und es kam erstmal kein Wahi mehr. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, wie lange das gedauert hat. Es scheint das Stärkste zu sein, nach Ibn Abbas, dass es 40 Tage gedauert hat. Jetzt die Frage, warum hat das 40 Tage gedauert, bis die zweite Offenbarung kam? Und der Prophet ist immer in die Berge gegangen und wollte den Engel wieder treffen. Wir haben gesagt, bei der ersten Offenbarung wurde ihm nichts gesagt, ihm wurden keine Anleitungen gegeben. Das heißt, hierdurch wird der Wunsch beim Propheten gestärkt, die Botschaft zu bekommen. Und das ist sehr wichtig. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Wir sagen immer, der Prophet a.s. muss unser Vorbild sein. Surah 33, Vers 21. Laqad kana lakum fir rasulillahi uswatun hasanah. Im Gesandten Allahs hat ihr schon das beste Beispiel. Okay? Das heißt, bei uns muss der Wunsch sein, für die Religion etwas zu tun. Und er geht immer wieder hoch. Dann eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung, weil die Botschaft zu bekommen, ist nicht so einfach. Und das zeigt uns auch, dass wir versuchen müssen, uns vorzubereiten. Dann der nächste Punkt. Khadija wurde damit geehrt, weil Khadija ihn in dieser Zeit getröstet hat und geholfen hat. Das heißt, Allah hat damit bestimmt, obwohl das einem auf dem ersten Moment negativ vorkommt, aber hat dadurch bestimmt, dass andere Menschen auch Hasanat gewinnen können. Der nächste Sache, ein Beweis für sein Prophetentum. Denn wäre er ein Scharlatan gewesen, so wie die Christen behaupten, hätte er die Geschichte niemals so erzählt. Dass er, dass dann 40 Tage nachdem Waraka bin Nawfil gestorben ist, nichts kam, ja. Weil dann könnte ja nachher jemand sagen, ach, Waraka bin Nawfil hat ihm bestimmt die Geschichten erzählt. So, aber daran sieht man, dass das wahrhaftig ist. So eine Geschichte würde niemand erfinden, der ein Scharlatan ist. Dann, dass man sieht, dass er keine Macht über die Offenbarung hat. Dass er ein Mensch ist und er keine Macht über die Offenbarung hat, dass Allah wählt, wann die Offenbarung kommt. So. Jetzt er geht in die Berge und hört eine Stimme. Er wird gerufen. Er guckt zur Seite, zu den Seiten. Und dann schaut er nach oben. Und dann sieht er den Engel Jibril auf einem Stuhl zwischen Himmel und Erde sozusagen sitzen. Und er sagt, ja Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. Du bist wahrlich in Wahrheit der Gesandte Allahs. Stell euch die Situation vor, wie krass das sein muss, boah, diese Offenbarung zu bekommen und diese Worte zu hören, diese
Verantwortung zu übernehmen. Und er eilt nach Hause. Und als er zu Hause ist, kommt Khadija. Und er sagt zu Khadija, Semmiluni, Semmiluni, Defiruni, Defiruni. Hüll mich ein, hüll mich ein. Es wird gesagt, dass durch die Angst, dass er Kälte gespürt und deswegen eingehüllt werden wollte. Jedenfalls wurde er eingehüllt und dann kam die zweite Offenbarung. Das heißt, die zweite Offenbarung kam diesmal nicht in Bergen, sondern erst dann, als er zu Hause war und eingehüllt war. Ja, aber viele denken da was Falsches. Ja? Und dann, was war die zweite Offenbarung? Ja, ayyuhal mudathir, kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Und manche sagen auch noch der Vers, Wali Rabbika Fasbi, und für deinen Herrn sei standhaft. Das ist die Sure 74, Suratul Mudathir. Das ist die zweite Offenbarung. Was fällt euch hier auf? Allah sagt, O du Eingehüllter. Er sagt nicht, O Mohammed, er sagt nicht, O Prophet, er sagt nicht, O Gesandter, er sagt, O du Eingehüllter. Stehe auf. Der zweite Befehl nach Lies ist, stehe auf. Und, was ist mit dem Aufstehen verbunden? Warne. Was heißt warne? Dawa, mache Dawa. Rufe zum wahren Weg. Warne vor dem Schirk. Warne vor dem Höllenfeuer. Rufe zum Tauhid. Er hat noch überhaupt fast nichts offenbart bekommen. Aber er war schon von seiner Fitra vor, hat er nur Allah alleine angebetet. Und jetzt kommt die erste Offenbarung, die sagt, O du Eingehüllter, stehe auf und warne. Stehe auf und warne. Warum du, O du Eingehüllter? Was ist jemand, der eingehüllt ist? Was könnte Allah hiermit wollen? Was will Allah uns hiermit vermitteln mit Stehe auf? Was will er uns hiermit sagen? Er will uns hiermit irgendwas sagen. Oh, du Eingehüllter, was ist jemand, der eingehüllt ist? Jemand, der eingehüllt ist, normalerweise, der sich eingehüllt hat, der hat es gemütlich, oder? Ja. Und dem wird gesagt, stehe auf. Das heißt, was heißt das? Das gemütliche Leben ist vorbei, stehe auf. Du musst aufstehen. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, wir müssen auch aufstehen. Und was? Und warnen. Der zweite Befehl, der gekommen ist, ist aufstehen und warnen. Dawa. Die Dawa wurde offenbart vor dem Gebet, vor dem Zakat, vor der Hajj, vor dem Fasten, vor dem Dschihad, wurde es offenbart. Und das wird heute so behandelt wie, ja, das ist nur etwas für Gelehrte. Ja. Und dann wird gesagt, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, das heißt, und verherrliche deinen Herrn und reinige deine Kleider, ja, das heißt auch, reinige deine Taten, sagen einige Koran-Exegeten, und meide den Götzendienst, das heißt, vermeide die Götzen eigentlich, und sei nicht wohltätig in Erwartung von persönlichen Vorteilen, und sei standhaft um deines Herrn willen. Wie gesagt, ob dieser siebte Vers hier schon dazu gehört hat, ist die andere Frage. Ja? Auf jeden Fall, das war die erste Offenbarung. O du Eingehüllter, steh auf und warne. Und jetzt wird der Prophet a.s.w. diesen Befehl verstanden, weil ich eben gesagt habe, es wird gesagt, du Eingehüllter. Es wird nicht gesagt, O Prophet, es wird nicht gesagt, O Gesandter, es wird nicht gesagt, O Mohammed, es wird gesagt, O du Eingehüllter. Worauf deutet eingehüllt hin? Deutet auf Gemütlichkeit hin. Also wird er hiermit angesprochen, stehe auf und warne. Was sagt das für uns? Manche sagen, hier guck mal, zuerst kam die Offenbarung Lies, das heißt, man muss erstmal Wissen kriegen, das heißt, man muss erstmal 10 Jahre studieren und dann darf man Dawa machen. Aber hier, wenn wir genau reingucken, wenn wir genau mit dem Mikroskop schauen, sieht man, dass er beim ersten Mal nur 5 Verse offenbart bekommen hat. Dann hat Jibril zu ihm gesagt, wahrlich, du bist der Gesandte Allahs, das ist praktisch eine andere Offenbarung, die halt nicht im Koran drin steht, ja, aber es ist auch ein Wahi. Und dann werden ihm diese Verse offenbart und damit muss er Dawa machen. Mit diesen wenigen Informationen, die er bekommen hat. Das heißt, du musst nicht Wissen haben, 10 Jahre studiert haben, sondern du musst Wissen haben von dem, wozu du rufst. Und das ist auch genau das, was zum Beispiel Sheikh Uthaymin in seinem Fatawa sagt. So, was passiert jetzt hiermit?
Abends, Khadija radiallahu anha will ihn zurück ins Bett rufen. Er bleibt wach, er macht sich Gedanken. Er macht sich Gedanken, wie er die Menschen aufrufen kann. Und Khadija will, dass er sich ausruht. Dann sagt der Prophet, und wird überliefert, dass er sagt, Ya Khadijatu, in kada ya Khadijatu zamanu naumi wa raha, fakat amarani Jibril wa unziran nasa wa du'um ila Allah. O Khadija, die Zeit des Schlafens und des Ausruhens ist vorbei, die ist abgelaufen. Jibril hat mir schon befohlen, die Menschen zu warnen und zu Allah zu rufen. Was heißt das für uns? Die Befehle, die für den Propheten gelten, gelten auch für uns, es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, dass spezifisch für den Propheten a.s.w. gemeint ist, aber das ist hier nicht der Fall. Was heißt das für uns? Erstens, du sagst, der Prophet ist dein Vorbild, a.s.w. Lagst du schon mal nachts wach und hast dir Gedanken darüber gemacht, wie du die Menschen warnen kannst, wie du sie vor der Hölle retten kannst? Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie kann ich die Botschaft am besten rüberbringen? Traurigerweise, glaub es mir, haben die meisten Muslime das nicht gemacht. Und der Prophet a.s.w. hat jetzt erst die zweite Offenbarung bekommen. Manche sind Muslime seit 40, 50 Jahren, die waren schon 10-mal bei der Hajj, aber die lagen und saßen noch nie nachts wach und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sie die Menschen zu Allah rufen können. Jetzt, was passiert? Er ruft Leute zum Islam, die ersten Muslime. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben schon gesagt, prinzipiell, Warraq ibn Nawfal hat schon an ihn geglaubt und es gibt Offenbarungen, die der Prophet im Traum gesehen hat, dass er im Paradies ist. Aber prinzipiell sagt man, dass die ersten Muslime 4 waren. Obwohl, wie gesagt, eigentlich Warraq ibn Nawfal dazu zu zählen ist, nur er hat praktisch schon an ihn geglaubt, bevor die Offenbarung kam, die dazu aufrief, Dawah zu machen. Und Khadija auch. Die ersten Muslime waren Khadija, war die erste Frau. Zayd ibn Haritha war der erste Maula, das heißt befreiter Sklave. Das war damals wie so eine Kaste. Dann Ali war das erste Kind und Abu Bakr war der erste freie Mann. Islam hat genommen. Diese 4. Jetzt schauen wir etwas genauer hier rein. Diese 4 sind die, sozusagen die ersten Muslime. Wir lassen jetzt mal Warraq ibn Nawfal auf Seite. Diese 4. Fangen wir mit Abu Bakr an. Ja? Weil über Khadija haben wir schon mehrmals gesprochen. Wir haben gesagt, Khadija stand immer zu ihm, hat ihm immer geholfen. Und das ist das, was sie groß gemacht hat. Nicht die Karriere, sondern wie sie zum Propheten stand. Und die 4 größten Frauen der Weltgeschichte, Fatima, beziehungsweise Maryam bint Imran, ja, war die Mutter von einem Propheten, von Isa. Dann Khadija war die Frau von einem Propheten. Fatima war die Tochter von einem Propheten. Und Asia bint Muzahim war sozusagen die Ziehmutter von Musa, von einem Propheten. Alle haben etwas mit einem Propheten zu tun und etwas zu tun mit Schutz der Botschaft. Okay? So. Deswegen sagen wir zu den Schwestern heute, wenn ihr zu den größten Frauen gehören wollt, lernt den Islam, lehrt euren Kindern den Islam und schützt die Botschaft, unterstützt die Botschaft. Auf jeden Fall, Abu Bakr war der beste Freund des Propheten, a.s.w. Er war 38, als er den Islam angenommen hat. Und Allah hat ihn vorbereitet auf diese Sache mit prinzipiell 5 Dingen. Erstmal, dass er der beste Freund war vom Propheten, das heißt ihn kannte. Zweitens, dass er in der Jahiliya-Zeit einmal Zayd ibn Amr ibn Nufail darüber reden gehört hat. Was haben wir gesagt, wer Zayd ibn Amr ibn Nufail ist, haben wir darüber gesprochen, war einer von den Hunafa, der nur Allah alleine angebetet hat und durch die Welt gezogen ist und nach der richtigen Religion gesucht hat. Ja, der hat darüber geredet, dass in diesem Zeitalter ein Prophet kommen wird, aber der ist gestorben, bevor der Prophet a.s.w. erweckt wird. Dann ist Abu Bakr zu Warraq ibn Nawfal gegangen und Warraq ibn Nawfal hat ihm das bestätigt, ja, dass also es kurz davor ist, dass ein Prophet rauskommt. Und dann hat er, weil Abu Bakr war bekannt als ein Tajir, ein großer Händler,
in Sham Buheira diesen Menschen getroffen, der ihm das auch bestätigt hat. Ja? Buheira, also er erzählte Buheira einen Traum und Buheira, dieser Mönch, hat ihm dann bestätigt, dass in dieser letzten Zeit ein Prophet kommen wird. Ja? Das sind diese fünf Dinge, ja, die ihn praktisch vorbereitet haben. Was lernen wir daraus, dass Abu Bakr eine große Huld hatte von Allah subhanahu wa ta'ala, eine auserwählte Person ist und dass es vorteilhaft ist, Menschen vorzubereiten. Denn er war derjenige, der nachdem der Prophet a.s. gestorben ist, die Nerven sozusagen behalten hat. Der Prophet kam zu ihm und es wird überliefert, dass er Folgendes gesagt hat. Hört euch das jetzt mal an, was er gesagt hat. Wahrlich, ich bin der Gesandte Allahs und sein Prophet. Er sandte mich, um die Menschen einzuladen. So diene Allah alleine. Er hat keinen Teilhaber. Das war die einfache Botschaft und Abu Bakr hat sofort bestätigt den Islam angenommen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Aber was hat ihn überzeugt? Ihn hat überzeugt, weil er erstmal nie Götzen angebetet hat, das heißt von der Fitra schon nah dran war, und weil er den Propheten a.s.w. aus der Jahiliya kannte und wusste, dass er wahrhaftig und ehrlich ist. Was haben wir über Khadija erzählt, was sie zum Propheten a.s.w. gesagt hat, als er von der Berghöhle Hira kam? Wahrlich, Allah wird dich nie in den Stich lassen, und hat dann die positiven Eigenschaften von ihm erwähnt. Was lehrt uns das? Das lehrt uns, wenn wir die Botschaft rüberbringen wollen, müssen wir immer ehrlich sein. Müssen wir immer wahrhaftig sein. Ja, vor einigen Tagen zum Beispiel war einer von einem islamischen Verband im Fernsehen, das hat mir jemand gesagt, und der wurde dann beim Lügen ertappt. Dass er gesagt hat, er hat ein Buch gelesen, er kann das Buch noch gar nicht gelesen haben, weil das Buch an diesem Tag erst rausgekommen ist. Sowas ist extrem schädlich. Wir dürfen nie unser Gesicht verlieren. Wir müssen ehrlich bleiben. Okay? So. Weil das ist das, was Abu Bakr so überzeugt hat. Das ist das, was Khadija überzeugt hat am Anfang. Es gab noch keine Wunder. Es gab noch keine... der Prophet hat den Mond noch nicht getrennt oder Arme gespeist. Oder es gab nur einige Offenbarungen. Einige wenige Offenbarungen. Aber der Hauptgrund scheint gewesen zu sein, seine Ehrlichkeit und sein Charakter. Dass sie wussten, Allah wird so jemand nicht in den Stich lassen. So, da müssen wir sehen, wer ist Abu Bakr, der den Islam am Anfang angenommen hat? Er ist derjenige, der von 8 Toren gerufen wird, am jüngsten Tag, ja, wird überliefert. Dann, so viele Dinge, die er gemacht hat, er hat 7 Leute befreit, die gefoltert wurden, ja, oder mehrere Sklaven befreit, 40.000 von der damaligen Währung, das heißt, gespendet, sein ganzes Geld ausgegeben für die Botschaft. Und er war der erste Kalif, der die Murtadun zurückgetrieben hat. Und wenn du dir die Geschichte nachher durchliest, überall ist Abu Bakr zu finden. Überall ist Abu Bakr zu finden. Bei der Hijra, als er rausgewandert ist mit dem Propheten, hat der Prophet gemerkt auf dem Weg, einmal ist Abu Bakr vorne, einmal an der Seite, einmal hinten. Und dann sagt er, was ist los? Ja, sagt er, ich denke, ich will vielleicht jemand von vorne angreifen, dann stehe ich vor dir. Aber denke ich, ja, vielleicht kommt er von rechts, dann stehe ich rechts von dir. Und dann stehe ich hinter dir, weil ich denke, vielleicht kommt der Feind von links oder vielleicht von hinten. Ja, und so ist er immer um ihn herumgegangen, weil er Angst hatte um den Propheten. Einmal wurde Abu Bakr so zusammengeschlagen, ja, dass man sein Gesicht nicht mehr erkennen konnte für den Propheten a.s.w. Und man hat gedacht, er würde sterben, als er aufgewacht ist. Was war das Erste, was er gefragt hat? Wie geht es dem Gesandten Allahs? Ja. Das nur dazu. Ja. Einmal fragt der Prophet a.s.w., wer hat von euch heute einen Arm gespeist? Wer ist von euch heute aufgestanden und ist am Fasten? Abu Bakr sagt ich. Wer hat von euch heute eine Janaza besucht? Eine Janaza, ein Totengebet mitgemacht. Eine Janaza mitgemacht. Ja. Abu Bakr sagt ich. Wer hat von euch heute einen Arm gespeist? Abu Bakr sagt ich. Ja. Wer hat von euch heute einen Kranken besucht? Abu Bakr sagt ich. Einmal hat er nach Spenden gefragt. Umar ibn Khattab hat die Hälfte seines Vermögens gespendet. Dann sagt der Prophet a.s.w. zu Abu Bakr. Ja. Und Abu Bakr hat weniger Spende als Omar. Was hast du für deine Familie gelassen? Also Omar hat gesagt, ich habe die Hälfte gelassen. Dann sagt Abu Bakr, ich habe für meine Familie Allah und seinen Gesandten gelassen. Er hat alles gegeben. Zweite Person. Beziehungsweise, das war Abu Bakr. Dann Zayd ibn Haritha. Seine Geschichte.
Er war Sklave gewesen. Er war ein Sklave vom Propheten a.s.w. gewesen. In der Jahiliya-Zeit. Und der Prophet a.s.w. hat ihn so gut behandelt, dann kam sein Vater aus dem Jemen, um ihn vom Propheten loszukaufen, hat der Prophet a.s.w. gesagt, wir machen es anders, wir rufen Zaid und wir lassen ihn entscheiden. Wenn er mit dir geht, brauchst du nichts zu bezahlen. Wenn er hier bleiben will, dann bleibt er bei mir. Und dann sagt er zu Zaid, ja, wähle zwischen deinem Vater und mir. Und sagt Zaid, ohne mit der Wimper zu zucken, ich bleibe bei dir. Dann sagt der Vater, denkt, was ist los, Zaid? Wählst du die Sklavenschaft über die Freiheit, über deinen Vater und deine Eltern? Sagt, ich habe bei diesem Mann etwas gesehen, ich werde ihn niemals verlassen. Zaid ibn Haritha war bekannt als Zaid ibn Muhammad, weil der Prophet ihn adoptiert hat. Und er ist der einzige Sahabi, der einzige Gefährte, der mit Namen im Koran erwähnt wird in Surah 33. Als sie nach Taif gegangen sind, hat er sich vor dem Propheten a.s. gestellt, als der Prophet mit Steinen beworfen wurde, ja, und das Blut an ihm runterlief und hat ihn geschützt. Ja. Und bei der Schlacht von Mu'tah ist er gestorben. 3000 Muslime gegen 200.000 Byzantiner, gegen 200.000 Römer. Und Zaid ibn Haritha war der Führer und er ist in die Menge reingeritten und er wurde von so vielen Speeren getroffen, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte, ja, als die Speere geworfen wurden gegen ihn. Das war Zaid ibn Haritha und natürlich viele andere Geschichten. Die nächste Person war das Kind, das den Islam angenommen hat, und zwar Ali ibn Abi Talib. Und das ist bemerkenswert, ein Junge von 10 Jahren. Es gab einmal Armut und er ist der Sohn von Abu Talib, vom Onkel des Propheten a.s.w., der leibliche Bruder von Mutter und Vater von seinem Vater Abdullah, also der Vater des Propheten a.s.w., und als er 6 Jahre alt war, kam er zu dem Propheten a.s. Das heißt, er ist praktisch beim Propheten aufgewachsen, war wie sein Sohn. Und Ali radiallahu anhu hat so viel Huld und es ist bemerkenswert, dass so ein kleiner Junge in so einer gefährlichen Zeit zum Islam gerufen wurde. Aber das zeigt, wie erwachsen er war, wie intelligent er war und wie reif er war und was für eine Stellung er bei dem Propheten a.s. gehabt hat. Und wenn man sich Ali anschaut, seine Geschichte, er ist der 4. Kalif, dann ist er der Krieger. Fast jedes Mal, wenn es einen Zweikampf gab, hieß es Ali. Und dann konnten die anderen sich warm anziehen. Es wird gesagt, wenn er einen am Arm gepackt hat, ja, dann haben die gedacht, die würden gewürgt werden. Wenn wir uns jetzt diese Leute angucken, Abu Bakr, Zaid und Ali und natürlich auch Khadija, haben wir eben schon gesagt, was ist das, was sie so überzeugt hat sofort? Die Ehrlichkeit des Propheten, die Wahrhaftigkeit, sein Charakter, sie kannten ihn. Das heißt, sie hatten mit ihm, und übrigens, Zaid ibn Haritha, der wurde auch Hibbu Rasulillah genannt, der Geliebte, also der vom Propheten geliebt wird. Das heißt, er hatte so eine innige Beziehung. Ali war praktisch wie der Ziehsohn gewesen. Er ist ja beim Propheten aufgewachsen. Abu Bakr war der enge Freund. Es wurde immer gesagt, es kam Mohammed, Abu Bakr und Umar und es ging Abu Bakr. Die waren immer zusammen. Das heißt, das waren Leute, die nah vom Propheten waren und die ihn kannten. Und die Liebe schon von vorne hatte. Dann sieht man hier eine Vielfalt. Wir haben Männer, eine Frau. Wir haben ältere Leute und wir haben einen Jungen. Wir haben Freie und wir haben jemanden, der ein Sklave gewesen ist. Übrigens später wurde natürlich Zaid ibn Haritha wurde schon vorher, er hat mit 30 den Islam angenommen, ja, und wurde freigelassen, schon in der Jahiliya-Zeit, aber er galt wie zu der Kaste der Sklaven sozusagen. Aber das ist die Vielfalt. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus beim Islam, am besten ist es, Dawa zu machen mit Leuten, die einen lieben. Und es ist gut, wenn wir die Liebe der Herzen gewinnen können. Und ansonsten, egal welche Gruppen wir haben, Allah leitet recht, wen er will, deswegen verzage nicht.